Wir haben einen Brief gekriegt. Wir haben einen Brief gekriegt. Wir haben einen Brief gekriegt. Ich frag mich nur von wem. Hallo Dorsak. Meine Sekretärin hat Ihnen leider das falsche Rezept aufgeschrieben und voll ein auf einem 30er gemacht. Daher hier das richtige Rezept. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Doktor, viel Vergnügen, Professor Dr. Mjörgjo. Weißt du, da kriegst du so ein Spiel geschenkt und dann denkt man sich natürlich auch einfach, na, why not? Na, also warum denn nicht? Warum denn nicht einfach ein Videospiel? Na, warum denn nicht? A Doctor's Office. Find the notebook of the crazy doctor and stay alive. Stay alive. Are you sure you want to play? Nein. Ja, es lädt, es sieht den Umständen entsprechend sehr interessant aus. Hallo? Videospiel? Lädt das Spiel noch oder? Das ist ein wirklich sehr, sehr schöner Freeze-Frame. Also ich finde, das hat was. Na, da könnte man so ein schönes Wallpaper machen draus. Hat was. Huch! Okay. Aha. Also, ich habe es gerade versucht mit Tastatur, aber mein Controller scheint sich wohl gekoppelt zu haben und interessant. Springen kann ich auch. Mit Kreises ducken. Was kann ich noch alles tun? Also ich kann mich um die Ecke lehnen. Ist schon mal interessant. Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Wie kann ich sprinten? Kann ich sprinten? Hallo? Oh ja, ich kann sprinten. Okay. Tschüssikowski! Nope. Sprint doch! Nee. Das tue ich mir nicht an. Nein. Nö. Mir geht's gut. Mir geht's gar nicht gut. Mir geht's nicht gut! Das klappt ja wunderbar. Also, wie wir spielen, ne? Videospiel nochmal, also wir kommen zurück. Ne? Versuch Nummer 2 ohne Controller, also. Okay. So kann ich mich ranzoomen. So kann ich mich verstecken. Ich sehe gar nichts, Alter. Okay, so kann ich sprinten. Mit E interagiere ich also. Alter! Hallo? Warum wird mir so ein Spiel empfohlen nochmal? Also warum sollte ich dieses Spiel spielen? Ich mag ja Horror an sich, ne? Aber ich hasse Jumpscares. Und ich glaube, das sind doch. Was ich sagen wollte, ist. Okay, ganz kurz in den Schrank. Also, was ich sagen wollte, ist. Ich bin ein großer Fan vom Horrorgenre, ne? Horrorfilme sind auch was ganz, ganz Feines, aber. Meine Güte! Hasse ich solche Spiele? Das ist grauenvoll. Das ist überhaupt nicht gut. Warum wird mir das empfohlen? Warum muss ich sowas spielen? Also, welchen Sinn hat das? Und vor allem, was atmet mir da in den Nacken? Okay, sprinte wie der Wind. So, lass doch mal mich in Ruhe. Ab in den Keller. Okay, wir gehen nicht in den Keller. Dietmar! Udo! Ich kann da nicht mal was machen jetzt in der Situation, in der ich jetzt. Kannst du bitte aufhören, durch den verdammten Schrank zu klippen, Alter? Das ist unangenehm as fuck. Visuals. Resolution. 640x480. Also. Leute. Ne? Oh, diese Auswahl hier an. Digga, ich will die höchste Grafik jetzt anstreben. Komm, gib mir Full Power. V-Sync? Ja, hau rein die Scheiße, Digga. Let's go.
Oh, oh, jetzt geht's los, Alter. Ich bin sowas von bereit, dass mein PC am Rumbrüllen gleich ist. Das wird super. Vor allem, was soll ich denn suchen an Papieren, Junge? Hier liegt überall Papier. Da würde ich ja ewig in 3 Tage brauchen, bis ich die gefunden habe. Warum spiele ich das? Mein Herz macht das nicht mit. So, jetzt könnte ich hier lang glauben. Oh, buhu. Oh, böser, grusig. Ja, los, ich habe doch keine Ahnung, was ich machen muss. Es passiert ja nichts. Ich kann keine Türen aufmachen, ich habe keine Möglichkeit. Grüß dich, Fred. Ja, das war's auch schon wieder. Hm. Ich habe das ganz ungute Gefühl, ne? Und lasst mich das einfach mal von einem Standpunkt sagen, als erfahrener Videospiele-Spieler. Ich würde fast schon behaupten, dass das Spiel nicht ganz fertig ist. Ich meine, die letzten Hotfixes waren 22, so wie es da stand. Ah, die Schatten. Oh ja, ich hätte gern Schatten auf Ultra. Die Texturen auf... Weißt du was, wir stellen einfach mal alles auf Kartoffel. Antialiasing? Pff, braucht keiner. Fullscreen? Ja, lassen wir so. Aber meine Güte, die 640... Oh, Leute. Oh. Kommt, wir machen nochmal einen Durchlauf, ne? Also jetzt sieht's doch echt schön aus. Oh, ist das schön. Also ganz ehrlich, es sieht sogar jetzt besser aus als vorher. Muss ich sagen, es hat besseren Flair. Habe ich gerade, weil ich alles auf Kartoffel eingestellt habe, jetzt einen besseren Flair dadurch? Ne, also verzeiht mir, aber das ist super. Also so hat es Style, muss ich sagen. Was ist hier? Hier ist einfach nur eine vernagelte Wand. So, was ist hier drüben? Hier ist auch alles nur vernagelt, wenn es danach geht. Hier ist ein roter Streifen. Bringt der mir was? Nein, nicht wirklich. Ist halt ein roter Streifen. Hm. Nun, ich würde einfach mal behaupten... Ja, grüß dich, Dieter. Du hast schöne Zähne. Hübsch. Na gut. Ich würde einfach mal sagen, das war eine Erfahrung für sich. Ich muss sagen, mir haben die Schockermomente echt gut gefallen. Hat ein schönes Flair gehabt. Also, wenn man das jetzt wirklich ausarbeiten würde, oder beziehungsweise auch ne, das Spiel zum Laufen bringen würde, das, also so damit es funktioniert, weil ich habe einfach keinen blassen Schimmer, was ich machen muss, was ich sammeln muss, was überhaupt mein Fokus ist in diesem Spiel. Ne? Wäre es echt nice. Multiplayer, ne? Also hier ist der Text, aber ich glaube, das haben die noch nicht integriert gehabt. Ne? Also wäre echt cool, wenn da mal ein bisschen was dran gemacht werden würde. Ich finde es nicht schlecht oder so. Ich würde es echt nicht kacke finden. Ne? Es hat sogar was Versprechendes. Und jetzt, wo ich die Settings auf ne, hier 640 Dings gemacht habe. Hier, Moment. 640 mal 480, ne? Es hat sogar echt einen nicen Flair, muss ich sagen. Also es hat halt einen echt nicen Flair, muss ich gestehen. Ne? Aber wie gesagt, im Endeffekt ein bisschen schade. Hat mehr erwartet, aber gut. So ist es nun mal, ne? Es gibt guten Trash, es gibt schlechten Trash, es gibt mittelmäßigen Trash, es gibt Trash, der echt ein bisschen was Gutes voraussetzt, aber leider nicht fertig geworden ist, ne? So wie das hier zum Beispiel. Aber gut, ne? Dann will ich einfach mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Müllgame von Steam. Haut da rein und tschüss.